Guten Abend, meine Damen und Herren. Pastor Brinkmann und die gesamte Besatzung begrüßen Sie ganz herzlich an Bord der Kirche St. Theresia. Unsere heutige Gottesdienstdauer ist mit 65 Minuten vorausberechnet. Wir dürfen Sie nun bitten, Ihre Plätze in den Sitzbänken einzunehmen. Aber bitte nicht in der zweiten Reihe außen links, da sitzt Renate Heidkamp seit 40 Jahren jeden Sonntag. In diesem Kirchentyp gehören auch die Sitzplätze in der ersten Reihe zur Economy Class. Meine Damen und Herren, wir machen Sie jetzt noch mit den Sicherheitsvorkehrungen bei uns in der Kirche vertraut. Im Falle eines plötzlichen Weihraucheinsatzes der Messdiener fallen in den Kirchenbänken automatisch Sauerstoffmasken von der Decke. Führen Sie die Maske über Mund und Nase und atmen Sie ruhig im Takt der Orgelmelodie weiter. Übliche Körperhaltung in der Kirchenbank sind sitzen, stehen oder knien. Im Falle von Unsicherheit orientieren Sie sich einfach an erfahrenen Banknachbarn. Bitte beachten Sie, dass alle unsere Kirchenbänke nicht Liegebänke sind. Zur besseren Orientierung im Fall eines gemeinsamen Gesangs ist unsere Kirche mit 4 digitalen Liedanzeigetafeln ausgestattet. Diese finden Sie vorne im Altarraum und seitlich an den Säulen. Nähere Hinweise und Liedtexte entnehmen Sie bitte dem Gotteslob. Diese Gesangsbücher finden Sie üblicherweise in den Kirchenbänken vor Ihnen. Sie sind mit Lesebändchen ausgestattet, mit denen Sie sich Ihre Lieblingslieder markieren können. Der Gebrauch von Mobiltelefonen ist in unserer Kirche während des gesamten Gottesdienstes nicht gestattet. Wir bitten Sie, Ihr Mobiltelefon vollständig auszuschalten oder in den stummen Gottesdienstmodus zu versetzen. Nach dem Vaterunser werden Sie aufgefordert sein, den Sitznachbarn ein Zeichen des Friedens zu geben. Auch wenn derzeit Grippesaison ist, empfehlen wir den in diesem Breitengraden üblichen Händedruck. Nase reiben oder küssen könnten missverstanden werden. Für den Fall, dass Ihre Sitznachbarn nah am Wasser gebaut sind, finden Sie unter Ihrer Bank eine Schwimmweste. Legen Sie diese bitte zu Beginn des Liedes Stille Nacht, Heilige Nacht an, erst dann versorgen Sie bitte Ihren Banknachbarn mit ausreichend Taschentüchern. Beim Verlassen der Kirche nach Ende des Gottesdienstes achten Sie bitte darauf, keine Gegenstände wie Mützen, Regenschirme oder Ihre Schwiegermutter in der Kirchenbank zu vergessen. Die Besatzung der Kirche St. Theresia wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Den aktuellen Weihnachtsflugplan für die Kirchen im Bistum Essen findest du unter weihnachten.bistum-essen.de.